Wenn die uns erwischt, haben wir ein Problem. Baby! Todeskrallenklaue. Eine großartige Aktion, würde ich sagen. Dann mache ich doch glatt mal einen Schnellspeicherstand. So. Wir müssen unbedingt unsere Fernknarre wieder reparieren. Die war nämlich super. Was wurde denn hier von einer Todeskralle bewacht? Also erstmal ein paar Ödis. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir erhofft hatte. Ödländer ohne Ende. Ja. Ja. So, ja, hier haben wir noch ein paar Kuhskelette. Da haben wir einen Hammer. Ja, so einiges, ne? Bin ich schon wieder überlastet. Muss gut sein. Machen wir mal Folgendes. Nö, können wir nicht. Haben wir schon. Nö, so richtig was reparieren können wir hier nicht. Ja, ne. Was mache ich denn eigentlich immer? So, Blasmeisterrüstung lässt sich nicht reparieren. Peinstachelrüstung. Ist alles in bester Ordnung. So, weißt du was dann? Ach ja, ich habe ja noch die Wackelpuppen, habe ich ja noch dabei. Achso, da haben wir es. Okay, haben wir irgendwelche vorne? Das kann ich ja mal wegwerfen. Wir haben gar nicht so viele Sachen gesammelt. Ne, ich schmeiß mal hier den weg, den Schraubenschlüssel. Holzhäcksler, brauchen wir den für irgendwas? Der wiegt eine Menge. Aber jetzt können wir auch wieder was mitnehmen. Ja gut, dann, weißt du, hier, Schraubenschlüssel her. Ja, also, ja, den Holzhäcksler hätte ich natürlich gern dabei gehabt. Rasenmähermesser, und wie viel wiegt das? Auch das geht ja. Wetzstein. Rasenmähermesser. Motorradhandbremse brauchen wir. Mini-Atombombe! Davor! Also, das ist heute gar nicht so ein schlechter Run hier, ne? Da ist eine Autotür. Die kann fürs Ganze nicht dafür. Da steht ein alter Eimer um. Dem nehme ich das nicht krumm. Da liegt ein Typ mit dem Schrotgewehr. Der hat es jetzt dann gar nicht schwer. Wir machen mal das Funkverkehr. Heidi, heida, heido, heida. Ich springe heute nirgendwo mehr runter. Damit habe ich heute irgendwie schon schlechte Erfahrungen gemacht. Brumm, brumm. Ich fahre mit dem Motorrad rum. Oder mit dem Dreierrad. Was haben wir hier? Einen bissigen Hund. Ja, der ist nicht mehr so bissig, habe ich das Gefühl. Der hat seine bissigen Tage hinter sich. Och, der umarmt sein Herrchen. Das ist ja so süß. So. Ja, wie gesagt, also, wer hier meine Gamer-Persona mit meiner Real-Persona verwechselt, der hat ein Anne-Waffel. Und dem kann ich auch nicht helfen. So, dann wollen wir weiter gucken. Hier, Kampfmesser. Funkverkehr, Polizeiknüppel, Splittergranate. Können wir Splittergranaten reparieren? Also nochmal, wo ist das Heckenschützengewehr? Das muss ich auf jeden Fall reparieren. Niemals auf rechts klicken. Ach ja, Horsti, wahrscheinlich ist es in Fallout 4 genauso, dass das Wegwerfen von Dingen über rechtsklicken auf das Gerät funktioniert. Ich hätte jetzt gerne irgendeinen Ort hier, von dem ich aus abhauen kann. Was ist das da drüben? Das sieht interessant aus. Das würde ich mir gerne mal anschauen. Aber erstmal die Gegend scannen mit dem Wetz. Ja, Horsti, das Wetz ist auch gut dafür. Also zumindest nicht hier in Fallout 3. Ne? Ich kann es ja nicht sagen, wie es in Fallout 4 ist, aber in Fallout 3 ist es gut.
um die Gegend auf Gegner zu scannen. Denn wenn man das Wetz spammt, schaue mal da, da ist wieder so ein ekelhafter... Warte mal. Für den werde ich doch nicht meine guten Sachen verbrauchen. Ich sollte das nicht machen, wenn Musik läuft. Ich weiß zwar nicht, welche hier läuft, aber irgendwas wird schon sein. Ah, genau das Lied, was ich gefunkt habe. Na du? Weißt du was? Du gehst mir auf den Piss. So. Haben wir das auch mal geklärt, ne? Ich habe mir aber, glaube ich, ein bisschen Schaden gemacht dabei, ne? Kann das sein? Ist das möglich? Ich spreche hier schon wieder hamburgischer Slang. Hamburgerischer Slang. Hier ist noch Red Rocket. Na? Oh, eine U-Bahn-Station. Hier kriegen wir sicherlich gleich aufs Maul. Metro Station Jury Junction. Lass mich mal gucken. Wo ist das auf der Karte? Ja, gib mir mal die Karte, bitte. Die Karte. Metro Station Jury Dings da. Ja. Juri Gagarin. Ja. Reise nach Megaton. Ja, wir kommen hoffentlich an ohne Absturz. Ha! Und auch noch am Tag. Wir sind gesegnet, liebe Freunde. So, wir versuchen es gleich mal den Three Dog nochmal anzuquatschen. Dann müssen wir nochmal durch die ganze Sprachoption durch. Ich werde dann da durchrushen, ne? Findet das eure geneigte Zustimmung? Ey, wir sind bei 1 Stunde 7 Minuten Aufnahme. Ich müsste bald mal eine Pause machen. Moira, du altes Kanonenrohr-Schnauze. Wie sind denn diese heißen Kleider? Ja, ja, ich habe mein Feld überlebt und sogar ein Geschenk mitgebracht. Wetten, jetzt funktioniert's, weil wir haben ja... Das glaube ich nicht. Schade. Okay, ich weiß, dass es unheimlich ist. Aber da darf man auch nicht halbherzig rangehen, klar? Gehen Sie hinaus. Ja, ja, ist ja in Ordnung. Komm, pass auf. Ich war noch nicht in meinem Feld. Bla, 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 bla. Kannst du mal meine Ausrüstung... Wenn Sie die Kron kommen. Ich habe ja gar kein Geld, stimmt ja. Wie ist ein... ich kann mein Heckenschützengewehr jetzt nicht reparieren, weil ich so wenig Geld habe. Okay, fass mal auf, dann machen wir es so. Wir verkaufen ihr erstmal ein paar Sachen. Schauen Sie ruhig. Nö, schau du ruhig. Ich habe hier was für dich. Pass mal auf. Hier ist ein Bleirohr. Noch ein Bleirohr. Ist das nicht geil? Brahmin Hautoutfit. Sieht sicherlich schick an dir aus. Möchte dich darin sehen heute Nacht. Chinesische Pistole. Sie hat nicht genug Geld. What the fuck? Gut, dann gib mir ein Bleirohr zurück. Alter, das wird jetzt echt eng hier. Jetzt wird Heset oder was? Fleisch und Bohnen. Ja, und dann nochmal Hammer. So, akzeptiere meine Gute. Wir gucken gleich mal, was wir fürs Rösti brauchen, weil ich würde mir gerne Rösti kaufen, bauen. Dann kaufen wir uns vielleicht das Zeug. Ja. Hör mal auf. Gute Jagd. Ich bin erstmal weg. Du laberst mich jetzt hoffentlich nicht die ganze Zeit zu. Warte mal. Notizen. Gegenstände. Hilfe. Hilfe. Das müssen Notizen sein, ne? Diagramm Rösti, da haben wir es. Ein Motorrad, Benzin, Tank, eine Zündflamme und ein Rasenmähermesser. Rasenmähermesser müssten wir haben, also Motorrad, Benzin, Tank und Zündflamme. Hey, keine Sorge, wegen dem... Wegen des. Was darf's denn... Motorrad. Sie hat keinen Benzintank. Meine Zündflamme hast du doch, oder? Dann gib mir mal die Zündflamme hier. Du bist meine Flamme. Meine gute Moira. Du hast größere Ohren als Three Dog. Ja, okay. Warte mal, ich muss ihr was für 7 Kronenkorken verkaufen. 7, 7, 7, 7, 7. Hier, da hast du noch einen Hammer. Guck mal, das Heckenschützengewehr ist so kaputt, dass wir dafür nicht mal ein bisschen Geld kriegen. So. In der Flash.
Was ist denn so billig? Hier, da Messer. Nimm das. Hier den Blasmeisterhelm und schon sind wir quitt. So, meine Gute. Gute Jagd. Pass mal auf, Ausrüstung. Ich kann Reparaturen durchführen, wenn es sich nicht um einen qualmenden Haufen Asche handelt. Ja, das Heckenschützengewehr kannst du aber nicht reparieren, ne? Aber du kannst meine Talon-Kampfrüstung reparieren. Du kannst mein Sturmgewehr reparieren. Und meine 44er Magnum mit Zielfernrichtung. Und wir sind fertig. So, meine Gute. Sehen wir mal, was im Angebot gibt. Doch. Ich glaube, das wird jetzt ein bisschen knapp alles mit Moira hier. So. Der Holzhammer. Die Jagd sind hier, die ist schon ein bisschen kaputt. Willst du ein bisschen Jet haben? Ein Kampfmesser. Kann ich hier nur noch was für 7 verkaufen? 7, 7, 7. 7, 7. Hier hast du mal einen Tic-Tac-Helm. Da. Und ein Rasenmähermesser kannst du da haben. Ja, das passt genau. Guck mal. Gib mir deine 69 Kronenkorken. Das wird jetzt ein schönes Hin und Her hier. Kannst du meine Ausrüstung reparieren? Haben Sie Kronenkorken? Ja, nee. Der Flammenwerfer kannst du mal reparieren. Guck mal. Schau mal, haben wir schon wieder was? Das wird jetzt hier so lustig. Angebot gibt. Schauen Sie rum. Ja, pass mal auf. Was haben wir denn hier noch Schönes für dich? Hier. Kampfmesser. Nee, die Motorradhandbremse verkaufe ich nicht. Polizeiknüppel. Frag mich nicht, woher ich ihn hab. Eine Blasmeisterrüstung. Weißt du, Mädchen, ich will dich nicht verführen zu Dingen, die du vielleicht gar nicht willst. Rasenmähermesser behalte ich. Naja gut, rauchen darfst du aber, ne? Also, auch wenn ich das nicht gerne sehe, ne? Weil das macht die Stimme fürs Let's Playing kaputt. Das sollte dir klar sein. So. Eine Zündflamme will ich behalten. Und damit sind wir eigentlich hier fertig, denn die Dame kann uns einfach nicht mehr geben. Langt mal her. Beenden. Gute und wir Jagd. Gucken noch einmal, ob sie mir die... Ich kann mir nur den Baseballschläger reparieren. Ja, mach mal. Ich werde ihn nicht mehr oft brauchen, aber fertig. Ich mache hier ein Durcheinander. Na klar doch. Ja. Guti, meine Guti. Du hast 10 Kronenkorken. Na, ist ja toll. Moment. La, 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 la. Ja, nö. Ich will von dem Kram alles nichts verkaufen. Ich habe eine Todeskrallenklaue, guck mal. Wofür auch immer man die gebrauchen kann, aber weißt du was, ich gehe hier erstmal raus. Viel Glück bei Ihrer Feldforschung. Ja, ich wünsche dir auch viel Glück bei deinem Schrottverkauf. So, und Ankauf. Bei allen anderen Dingen. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Wohlstand sei auch mit dabei. Ja. Das meine ich ernst, liebe Moira. Schmeura. Aber dich mag ich. Hoffentlich haben Sie Krebs. Digga. Wollen Sie? Ach, guck mal, er hat Stimmpacks. Weißt du, mein Guter, hier, ich habe hier ein paar Dinge für dich, die ich nicht gebrauchen kann. Ja. Alles sehr viele Dinge, die ich mit mir rumtragen möchte. Zum Beispiel diese Raider-Blasmeister-Rüstung. Und hier hast du eine Peinstachel-Rüstung und hört sich Scheuse an, ne? Der ganze Kram. Aber du kriegst es trotzdem verkauft. Bist du eine echte Todeskrallenklaue? Hier, nimm das. Weil du mir jetzt so viel schuldest, mein Guter, gibst du mir mal erstmal 3 Stimpacks. Gut. Du schuldest mir immer noch was. Dann gib mir mal noch 2 Stimpacks. Jetzt schulde ich dir was. Und das lassen wir so gut sein.
Dankeschön. Ja, den Rest der Stimpaks, die hole ich mir auch noch. Ach, er will gar nicht so viel. Dann nehmen wir noch ein Stimpak mit. Wir können sie immer gebrauchen, liebe Freunde. Du willst mich doch verarschen. Ich wollte ein Stimpak kaufen. Ja, Transaktion. Sind Sie fertig? Gut. Ja, auf Wiedersehen. Ich bin nicht so fertig wie du. Das ist mal vollkommen klar. Ich hoffe, wir stürzen jetzt nicht. Ja, alles klar. Ich mache mal einen Schnellspeicherer. So, und denn wir werden jetzt... zu erfahren. Wir labern mal mit dem Typen. Wen haben wir denn hier? Ein Neuzugang für unsere bescheidene kleine Gemeinschaft? Mein liebes Kind, willkommen! Willkommen in Megaton! Ich bin Confessor Cromwell, Prophet des Atoms und Vater des unsterblichen Leuchtens. Sie können gerne jederzeit in die Kirche kommen. Jederzeit! Also Kollege, also ich bin zum Glück nicht dein Kind, sonst wäre ich von Geburt an so verstrahlt wie du. Na, hast weiß Bescheid. So, ne? Erzähl mir von der Kirche des Atoms. Also das hier brauchen wir nicht, weil der wird uns dann nur sagen, wo Moira ist und bla und so weiter. Haben sie jemals Megaton verlassen? Ja, weißt du was? Dann erzählen Sie mir was über die Kirche des Atoms. Ich bin sehr gespannt über den Ja, was möchten Sie wissen? Was glauben Sie denn? Die Kirche der Kinder des Atoms basiert auf der Annahme, dass jedes einzelne Atom der Schöpfung ein ganzes Universum in sich trägt. Soweit richtig. Wenn dieses Atom gespalten wird, entstehen aus einem einzelnen Universum zwei Universen. Der größte Akt der atomaren Schöpfung. Bullshit. Ab und zu tritt ein göttliches Ereignis ein und Trillionen neue Universen werden erschaffen. Zuletzt fand ein solches Ereignis vor 200 Jahren statt. Bullshit. Während die meisten verlorenen Kinder dies als Krieg und Zerstörung betrachten, sehen wir in der atomaren Strahlung Schöpfung und Vereinigung. Weil ihr verstrahlt seid, ganz klar. Ihr seid so verstrahlt, dass ihr an Strahlung glaubt. Warum verehren sie die Bombe? Diejenigen, die bei der großen Spaltung zum Atom gerufen wurden, hatten Glück. Sie durften bei der Schöpfung des Atoms mithelfen. Danach trachten auch wir, symbolisch und in unserem Handeln. Die Bombe, wie Sie sie nennen, steht für die schöpferische Macht des Atoms. Wir knien vor ihr und bitten darum, dass das Atom uns zu sich ruft. Wir beten, aus unseren erbärmlichen Körpern neues Leben erschaffen zu dürfen. Digga. Ich könnte dich aus deinem erbärmlichen Körper auch erlösen. Sag mal, du verstrahlter Vogel, wer hat denn die Bombe erschaffen? Das Atom? Hör mal, das waren Menschen. Und zwar nicht der besten welche. Die hatten ganz negative Beweggründe dafür, diese Scheiße zu bauen. Ach, Alter, ne? Ihr müsst wissen, ich war selber mal evangelikaler Christ, Charismatiker, Pfingstler, wenn euch das was sagte. Ganz schlimme Sache. Also ich war auch mal verstrahlt und gerade für mich ist sowas hier, ne? Da könnte ich, ne? Ich könnte ihn erlösen. Was zum Teufel ist los mit euch Leuten? Obwohl sie die Wahrheit kennen, verspotten sie uns immer noch. Das ist sehr, sehr traurig. Einmal so mit der flachen Hand gegen die Stirn, ne? Ich glaube, das würde ihm so ein paar Gehirnzellen, wenn noch vorhanden, gerade rücken. Und dann hätten wir dieses Problem nicht. Reden wir über was anderes. Gerne doch. Nehmen Sie Spenden an, um Gottes Willen. Ja, ich weiß, der nimmt Spenden an, um welches Gottes Willen. Haben Sie jemals Megaton verlassen, Beichtvater? In meiner Jugend bin ich viel rumgekommen, aber das war ein anderes Leben. Sie suchen doch sicher Informationen und Ratschläge, oder? Ich kann Ihnen nur folgenden Rat geben. Im Ödland finden Sie keinen Reichtum, der den Reichtum in Ihrem Inneren übersteigt. Schwelgen Sie im atomaren Glühen, dann werden Sie mich verstehen. Ich kann dir sagen, was passiert ist. Du bist früher ein schlimmer Finger gewesen, durch die Gegend gezogen und hast mitgenommen, was du gekriegt hast. Dann irgendwann, vielleicht auch durch die Strahlung des Atoms, hast du keinen mehr hochgekriegt und jetzt willst du allen anderen Leuten den Spaß versauen und ihnen einreden, dass sie tot besser wären. Ich kenne euch Vögel, ich kenne euch, I know your names und ich kenne eure Gesichter. Was können Sie mir über Megaton sagen? Megaton,
das heilige Dorf des Atoms. Es hat diese Stadt als Pilgerstätte für seinen Schrein auserwählt. Ach ja? Und wir wurden zu ihm gerufen. Die Leute von außerhalb fragen, warum wir eine Stadt um eine Bombe herumbauen. Die Antwort ist, die Bombe verspricht die Spaltung und das Leuchten. Wir sind die Bombe. Die Bombe ist das Atom. Und somit sind wir das Atom. Wir warten auf den Tag, an dem jeder von uns Billionen neuer Leben gebärt. Soll ich dir sagen, was wirklich passiert ist? Pass auf. Vor Jahren, du noch schlimmer Finger hier, ne? Hast alle Frauen mitgenommen, hast gesoffen, da oben hast du in Moriartys Saloon rumgemacht und so weiter und so fort. Und hast so voll und bist hier unten in den verstrahlten Teich reingefallen. Am nächsten Tag hast du festgestellt, dass du häuptlingsschlappe Nudel warst und keinen mehr hochgekriegt hast. Und dann hast du dich entschlossen, dir deinem Leben einen neuen Sinn zu geben. Ich kenne euch. Ich kenne euch 10 Meilen gegen den Wind. So, und jetzt töte ich deinen Gott, pass auf. Ich versuche alles, um nicht in solch weltliche Angelegenheiten gezogen zu werden. Das hätte nur eine Ablenkung vom Atom zur Folge. Jetzt, wo Sie es erwähnen, Moira hat einen Söldner angeheuert, um ihre Waren zu beschützen. Der Mann schläft nie, sagt man zumindest. Oh ja, du Vogel. Wie gesagt, ich werde jetzt deinen Gott töten. Möge die Strahlung Sie beglücken.